lecția 26, partea 1. Să începem și această lecție cu cuvintele noi. Ascultați și repetați. Der Baukostenzuschuss. Contribuția la cheltuielile de construcție. Der Boden. Pământul, podeaua, podul. Die Eckcouch. Colțarul. Das Esszimmer. Sufrageria. Die Etagenwohnung. Casa, locuința cu etaj. Furchtbar. Groaznic, îngrozitor. Der Gegenstand. Obiectul. Die Maschine. Mașina. Der Platz. Spațiul, locul. Sogar. Pe deasupra, încă. Der Stil. Stilul. Der Umzug. Mutarea. Zwar. De fapt, și anume. Iar acum să exersăm cuvintele în propoziții. Wir haben 600.000 lei Baukostenzuschuss. Primim 600.000 de lei contribuție la cheltuielile de construcție. Der Teppich liegt auf dem Boden. Covorul este pe podea. Kauf diese grüne Eckcouch. Cumpără acest colțar verde. Hast du in der kleinen Wohnung ein Esszimmer? Ai sufragerie mică, locuință? Ich möchte auch eine Etagenwohnung haben. Aș dori și eu o locuință supraetajată. Diese Bluse war furchtbar teuer. Această bluză a fost îngrozitor de scumpă. Was soll ich mit diesem Gegenstand machen? Ce trebuie să fac cu acest obiect? Dort steht eine große Maschine. Acolo este o mașină mare. Ich habe für diesen Gegenstand keinen Platz mehr. Nu mai am loc destul pentru acest obiect. Mein Freund wohnt am Goetheplatz. Prietenul meu locuiește în piața Goethe. Die rote Bluse war sogar billig. Bluza roșie a fost chiar ieftină. Diese Eckcouch ist im dänischen Stil. Acest colțar este în stil danez. Ein Umzug ist furchtbar teuer. O mutare este foarte scumpă. Die Wohnung ist zwar klein, aber schön. Locuința este de fapt mică, dar frumoasă. În continuare, completați următoarele propoziții în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Acest frumos covor este pe podea. Dieser schöne Teppich liegt auf dem... Dieser schöne Teppich liegt auf dem Boden. Primim o contribuție de construcție de 600.000 de lei. Wir haben 600.000 lei... Wir haben 600.000 lei Baukostenzuschuss. Acolo este o canapea nouă. Dort steht eine neue Eckcouch. Ai sufragerie în această locuință mică? Hast du in dieser kleinen Wohnung ein Esszimmer? Părinții mei au o locuință supraetajată. Meine Eltern haben eine Etagenwohnung. Această rochie a fost îngrozitor de scumpă. Dieses Kleid war furchtbar teuer. Ce să fac cu acest obiect? Was soll ich mit diesem machen? Was soll ich mit diesem Gegenstand machen? Acolo este o mașină mare. Dort steht eine große Maschine. Nu mai am loc pentru paltonul tău. Ich habe für deinen Mantel mehr. Ich habe für deinen Mantel keinen Platz mehr. Locuiesc în piața haine.
Ich wohne am Heineplatz. Această bluză a fost chiar foarte ieftină. Diese Bluse war sehr billig. Diese Bluse war sogar sehr billig. Această canapea este în stil danez. Diese Eckcouch ist im Dänischen. Diese Eckcouch ist im dänischen Stil. O mutare este foarte scumpă. Ist sehr teuer. Ein Umzug ist sehr teuer. Mașina este de fapt scumpă, dar bună. Das Auto ist teuer, aber gut. Das Auto ist zwar teuer, aber gut. Acum traduceți în germană următoarele propoziții. Avem multe obiecte. Wir haben viele Gegenstände. Sunt multe locuri la cinema. Im Kino gibt es viele Plätze. În această biserică sunt mai multe stiluri. In dieser Kirche gibt es viele Stile. Nu ne mai mutăm. Wir machen keine Umzüge mehr. Acolo sunt multe mașini. Dort gibt es viele Maschinen. Exercițiul următor conține formele deja cunoscute ale modului imperativ. Traduceți propozițiile din limba română în limba germană și folosiți cuvântul doch. Nu vă culcați așa târziu. Gehen Sie doch nicht so spät ins Bett. Nu te scula așa de vreme. Steh doch nicht so früh auf. Nu bea atât de multă cafea. Trink doch nicht so viel Kaffee. Nu fumați atât de multe țigări. Rauchen Sie doch nicht so viele Zigaretten. Nu rămâneți la birou așa de târziu. Bleib doch nicht so lange im Büro. Du-te odată la școală. Geh doch schon in die Schule. Acum formulați propoziții imperative folosind cuvântul doch. Frau Weiland will nicht zur Bank gehen. Gehen Sie doch zur Bank. Dieter will nicht anhalten. Halte doch an. Klaus und Max wollen nicht aufpassen. Pass doch auf. Eva will nicht zu Hause bleiben. Bleib doch zu Hause. Herr Haag will nicht langsam fahren. Fahren Sie doch langsam. Andrea will nicht aufstehen. Steh doch auf. Die Kinder wollen nicht zuhören. Hört doch zu. Klaus will nicht am Straßenrand anhalten. Halte doch am Straßenrand an. Să învățăm câteva verbe noi. Antworten. A răspunde. Umziehen. A muta, a se muta. Verkaufen. A vinde. Zahlen. A plăti. Zumachen. A închide, a încuia. Er hat gefunden. El a găsit. Să folosim verbele noi în propoziții. Wir antworten unserem Lehrer. Răspundem profesorului nostru. Familie Haag zieht nach Berlin um. Familia Haag se mută la Berlin. Er verkauft mir Birnen. El îmi vinde pere. Ich zahle ihm dafür. Îi plătesc pentru asta. Mach bitte das Fenster zu. Închide, te rog, geamul. Er hat eine neue Wohnung gefunden. El a găsit o locuință nouă. Completați următoarele propoziții în limba germană cu verbele corespunzătoare. Profesorul întreabă, iar noi răspundem. Der Lehrer fragt und wir antworten. Domnul și doamna Kurz se mută astăzi. Herr und Frau Kurz, heute. Herr und Frau Kurz ziehen heute um. Ei își vând mobilele. Sie
Ihre Möbel. Sie verkaufen Ihre Möbel. Îți plătesc perele. Für deine Birnen. Ich zahle für deine Birnen. El a găsit o locuință frumoasă. Eine schöne Wohnung. Er hat eine schöne Wohnung gefunden. Știi, a se mută. Weißt du, dass er heute... Weißt du, dass er heute umzieht? Știi că a se mută? Weißt du, dass er heute... Weißt du, dass er heute umzieht? Ea închide ușa. Die Tür. Sie macht die Tür zu. Traduceți următoarele propoziții în limba germană. Le răspunzi? Antwortest du ihnen? Le vindem lor mobilele noastre. Wir verkaufen ihnen unsere Möbel. Vă mutați la Köln? Zieht ihr nach Köln um? Plătesc pentru această cameră. Ich zahle für dieses Zimmer. El a găsit o locuință nouă. Er hat eine neue Wohnung gefunden. Închideți ușa, vă rog. Macht bitte die Tür zu. Urmăriți cu atenție ordinea cuvintelor din următoarele propoziții. Links ist der Stuhl und rechts ist die Lampe. La stânga este scaunul și la dreapta este lampa. Links ist das Fenster und rechts ist die Tür. La stânga este geamul și la dreapta ușa. Er macht das Fenster auf und die Tür zu. El deschide geamul și închide ușa. Du liest gut, aber Andrea liest viel besser. Tu citești bine, dar Andrea citește mult mai bine. Die Wohnung ist schön, aber viel zu teuer. Locuința este frumoasă, dar prea scumpă. Mein Mann liest gern Krimis, aber ich nicht. Soțul meu citește cu plăcere romane polițiste, dar eu nu. Er kommt heute nicht, denn er hat keine Zeit. El nu vine azi pentru că nu are timp. Ich kaufe diesen Mantel nicht, denn ich habe kein Geld. Nu cumpăr acest palton pentru că nu am bani. Sie nehmen die Bluse nicht, denn sie ist nicht schön. Ei nu cumpără bluza pentru că nu este frumoasă. Completați propozițiile exercițiului următor cu conjuncțiile corespunzătoare. Prietenii învață germana și între timp beau bere. Die Freunde lernen Deutsch, trinken Bier dabei. Die Freunde lernen Deutsch und trinken Bier dabei. Nu cumpăr această fustă, deoarece nu este frumoasă. Ich nehme diesen Rock nicht. Er ist nicht schön. Ich nehme diesen Rock nicht, denn er ist nicht schön. Nu mai am răcoritoare, dar colega mea mai are una în frigider. Ich habe keine Limonade mehr. Meine Kollegin hat noch eine im Kühlschrank. Ich habe keine Limonade mehr, aber meine Kollegin hat noch eine im Kühlschrank. Du citești bine, dar Andrea citește mult mai bine. Du liest gut. Andrea liest viel besser. Du liest gut, aber Andrea liest viel besser. El închide ușa și deschide geamul. Er macht die Tür zu, das Fenster auf. Er macht die Tür zu und das Fenster auf. Nu cumpăr acest palton pentru că nu am bani. Ich kaufe diesen Mantel nicht. Ich habe kein Geld. Ich kaufe diesen Mantel nicht, denn ich habe kein Geld. Traduceți următoarele propoziții în limba germană. Atenție la ordinea corectă a cuvintelor în propoziție. La dreapta este ușa și la stânga geamul. Rechts ist das Fenster und links die Tür.
Locuința este frumoasă, dar prea scumpă. Die Wohnung ist schön, aber viel zu teuer. Prietenii beau cafea și între timp învață germana. Die Freunde trinken Kaffee und lernen dabei Deutsch. Nu cumpăr această bluză, deoarece este prea mare. Ich kaufe diese Bluse nicht, denn sie ist zu groß. Profesorul deschide ușa și intră. Der Lehrer macht die Tür auf und kommt herein. Ea nu vine azi pentru că nu are timp. Sie kommt heute nicht, denn sie hat keine Zeit. Soțul meu citește cu plăcere romane polițiste, dar eu nu. Mein Mann liest gern Krimis, aber ich nicht. Nu cumpărăm paltoanele pentru că nu avem bani. Wir kaufen die Mäntel nicht, denn wir haben kein Geld. Noua locuință este mică, dar foarte ieftină. Die neue Wohnung ist klein, aber sehr billig. Acum traduceți în limba română. Wissen Sie schon, dass Familie Kurz umzieht? Știți deja că familia Kurz se mută? Wohin? Ich glaube nach Klagenfurt. Unde? Cred că la Klagenfurt. Was wollen Sie mit den Möbeln machen? Ce vor să facă cu mobila? Sie wollen die Möbel aus dem Esszimmer verkaufen und das neue Klavier auch. Ei vor să vândă mobila din sufragerie, precum și pianul cel nou. Sie nehmen nur die Teppiche, Bilder, Bücher und ihre Betten mit. Ei duc cu ei doar covoarele, tablourile, cărțile și paturile. Warum? Wissen Sie, ein Umzug ist doch furchtbar teuer. Und in Klagenfurt können Sie sich neue Möbel kaufen. De ce? Știți, o mutare este îngrozitor de scumpă și în Klagenfurt ei pot să-și cumpere mobilă nouă. Frau Kurz möchte sowieso eine Eckcouch im dänischen Stil haben. Oricum, doamna Kurz dorește un colțar în stil danez. Sie verstehen das nicht. Ei nu înțeleg asta. Ist es denn in Deutschland anders als hier? Oare în Germania este altfel decât aici? În încheierea primei părți a lecției, traduceți următoarele propoziții din română în germană. Aici este, de exemplu, familia Haag din Kiel. Hier ist zum Beispiel die Familie Haag aus Kiel. Domnul Haag lucrează deja de un an în Hamburg. Herr Haag arbeitet schon ein Jahr in Hamburg. El a găsit o locuință nouă în strada Berlin. Er hat in der Berliner Straße eine neue Wohnung gefunden. Familia lui poate să se mute acum. Seine Familie kann jetzt umziehen. De fapt, este o locuință mică, supraetajată, dar el trebuie să plătească o contribuție la cheltuielile de construcție de 10.000 de mărci. Es ist zwar nur eine kleine Etagenwohnung, aber er muss schon dafür 10.000 Mark Baukostenzuschuss zahlen. O locuință frumoasă este foarte greu de găsit. Es ist sehr schwer, eine schöne Wohnung zu finden. Azi trebuie să vină mașina de transportat mobilă. Heute soll also der Möbelwagen kommen. Domnul Haag duce cu el toate mobilele, până și dulapul vechi și birocul unchiului Hans. Herr Haag nimmt alle Möbel mit, sogar den alten Schrank und den Schreibtisch von Onkel Hans. Lucrurile acestea au fost în pod, dar omul tot are nevoie de ele. Diese Gegenstände waren zwar auf dem Boden, aber man will sie doch haben. Noua locuință este de fapt mică, dar tot vor încăpea undeva. Die neue Wohnung ist zwar klein, aber irgendwo findet man doch einen Platz dafür. Lecția 26, partea a doua. Formulați întrebări la propozițiile următoare. Herr Haag sieht sich im Vorort von Kiel ein Haus an. Wo sieht sich Herr Haag ein Haus an? Dieses Haus gehört Herrn Meier. Wem gehört dieses Haus?
Familie Haag braucht ein großes Haus. Was für ein Haus braucht Familie Haag? Herr Meier zeigt Ihnen die Zimmer. Was zeigt Ihnen Herr Meier? Die Küche hat einen alten Elektroherd. Was für einen Elektroherd hat die Küche? Herr Haag will einen neuen Elektroherd in die Küche stellen. Wohin will Herr Haag einen neuen Elektroherd stellen? Herr Haag zahlt 650 Mark Miete. Wie hoch ist die Miete? Oder wie viel zahlt Herr Haag für die Miete? In continuare, ascultați cu atenție următoarele mici texte. Entschuldigen Sie, ist hier ein Zimmer zu vermieten? Ja, ich habe zwei Zimmer zu vermieten, ein großes und ein kleines. Kann ich mir das große Zimmer mal ansehen? Aber sicher, hier rechts bitte. Wo sollen wir die Kisten hinstellen? Wie viele Kisten sind es denn? Vier große und zwei kleine. Stellen Sie bitte die großen hier ins Wohnzimmer und die zwei kleinen ins Esszimmer. Traduceți propozițiile următoare în limba germană. Ne putem așeza imediat la masă. Wir können uns doch gleich an den Tisch setzen. Și eu aș dori o bucătărie frumoasă. Ich möchte auch eine schöne Küche haben. Cu un frigider mare și cu dulapuri zidite în perete. Mit einem großen Kühlschrank und eingebauten Schränken. Vrei căpșuni? Willst du Erdbeeren? Nu, mulțumesc, nu-mi plac căpșunile. Nein, danke. Erdbeeren mag ich nicht. Așează-te aici, lângă mine. Setz dich hierher, neben mich. Povestește-mi ceva. Erzähle mir etwas. Știi că se mută domnul Haag? Weißt du, dass Herr Haag heute umzieht? Unde? Wohin? Cred că la Klagenfurt. Ich glaube nach Klagenfurt. Vrei să știi ceva cu mobila lor? Willst du wissen, was sie mit ihren Möbeln machen? Mobila din sufragerie vor să o vândă. Die Möbel aus dem Esszimmer wollen sie verkaufen. Ei duc cu ei doar covoarele, picturile, cărțile și paturile. Sie nehmen nur die Teppiche, Bilder, Bücher und ihre Betten mit. Dar de ce vând mobila? Aber warum verkaufen Sie die Möbel? Știți, o mutare este îngrozitor de scumpă și în Klagenfurt ei pot să-și cumpere mobila nouă. Wissen Sie, ein Umzug ist doch furchtbar teuer und in Klagenfurt können Sie sich neue Möbel kaufen. Oricum, doamna Kurz dorește un colțar în stil danez. Frau Kurz möchte sowieso eine Eckcouch im dänischen Stil haben. Nu înțeleg toate astea. Ich verstehe das alles nicht. Oare în România este altfel decât aici? Ist es denn in Rumänien anders als hier? Da, este altfel. Ja, es ist anders. Este foarte greu să găsești o locuință nouă. Es ist sehr schwer, eine neue Wohnung zu finden. Toată mobila trebuie transportată. Alle Möbel nimmt man mit. Până și dulapul vechi și biroul. Sogar den alten Schrank und den Schreibtisch. Ducem aceste obiecte în pod. Diese Gegenstände bringen wir auf den Boden. Tot găsește omul loc pentru ele. Man findet irgendwo einen Platz dafür. Trebuie să plec, nu mai am timp. Ich muss gehen, denn ich habe keine Zeit mehr. În sfârșit, avem o locuință supraetajată. Nun, endlich haben wir eine Etagenwohnung.
În încheiere, urmează obișnuitul exercițiu de fonetică. Ascultați cu atenție. B. Mea. Tür. Vier. Für. R. Fenster. Bruder. Oktober. Computer. Schwer. Dieser. A. Furchtbar. Sogar. Zwar. Ohr. Vor. Doktor. Uhr. Nur. Lecția 26, partea 1. Să începem și această lecție cu cuvintele noi. Ascultați și repetați. Der Baukostenzuschuss. Contribuția la cheltuielile de construcție. Der Boden. Pământul, podeaua, podul. Die Eckcouch. Colțarul. Das Esszimmer. Sufrageria. Die Etagenwohnung. Casa, locuința cu etaj. Furchtbar. Groaznic, îngrozitor. Der Gegenstand. Obiectul. Die Maschine. Mașina. Der Platz. Spațiul, locul. Sogar. Pe deasupra, încă. Der Stil. Stilul. Der Umzug. Mutarea. Zwar. De fapt, și anume. Iar acum să exersăm cuvintele în propoziții. Wir haben 600.000 lei Baukostenzuschuss. Primim 600.000 de lei contribuție la cheltuielile de construcție. Der Teppich liegt auf dem Boden. Covorul este pe podea. Kauf diese grüne Eckcouch. Cumpără acest colțar verde. Hast du in der kleinen Wohnung ein Esszimmer? Ai sufragerie mică locuință? Ich möchte auch eine Etagenwohnung haben. Aș dori și eu o locuință supraetajată. Diese Bluse war furchtbar teuer. Această bluză a fost îngrozitor de scumpă. Was soll ich mit diesem Gegenstand machen? Ce trebuie să fac cu acest obiect? Dort steht eine große Maschine. Acolo este o mașină mare. Ich habe für diesen Gegenstand keinen Platz mehr. Nu mai am loc destul pentru acest obiect. Mein Freund wohnt am Goetheplatz. Prietenul meu locuiește în Piața Goethe. Die rote Bluse war sogar billig. Bluza roșie a fost chiar ieftină. Diese Eckcouch ist im dänischen Stil. Acest colțar este în stil danez. Ein Umzug ist furchtbar teuer. O mutare este foarte scumpă. Die Wohnung ist zwar klein, aber schön. Locuința este de fapt mică, dar frumoasă. În continuare, completați următoarele propoziții în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Acest frumos covor este pe podea. Dieser schöne Teppich liegt auf dem... Dieser schöne Teppich liegt auf dem Boden. Primim o contribuție de construcție de 600.000 de lei. Wir haben 600.000 lei... Wir haben 600.000 lei Baukostenzuschuss. Acolo este o canapea nouă.
Dort steht eine neue. Dort steht eine neue Eckcouch. Ai sufragerie în această locuință mică? Hast du in dieser kleinen Wohnung? Hast du in dieser kleinen Wohnung ein Esszimmer? Părinții mei au o locuință supraetajată. Meine Eltern haben eine Etagenwohnung. Această rochie a fost îngrozitor de scumpă. Dieses Kleid war furchtbar teuer. Ce să fac cu acest obiect? Was soll ich mit diesem Gegenstand machen? Acolo este o mașină mare. Dort steht eine große Maschine. Nu mai am loc pentru paltonul tău. Ich habe für deinen Mantel keinen Platz mehr. Locuiesc în Piața Haine. Ich wohne am Haineplatz. Această bluză a fost chiar foarte ieftină. Diese Bluse war sogar sehr billig. Această canapea este în stil danez. Diese Eckcouch ist im dänischen Stil. O mutare este foarte scumpă. Ist sehr teuer. Ein Umzug ist sehr teuer. Mașina este de fapt scumpă, dar bună. Das Auto ist teuer, aber gut. Das Auto ist zwar teuer, aber gut. Acum traduceți în germană următoarele propoziții. Avem multe obiecte. Wir haben viele Gegenstände. Sunt multe locuri la cinema. Im Kino gibt es viele Plätze. În această biserică sunt mai multe stiluri. In dieser Kirche gibt es viele Stile. Nu ne mai mutăm. Wir machen keine Umzüge mehr. Acolo sunt multe mașini. Dort gibt es viele Maschinen. Exercițiul următor conține formele deja cunoscute ale modului imperativ. Traduceți propozițiile din limba română în limba germană și folosiți cuvântul doch. Nu vă culcați așa târziu. Gehen Sie doch nicht so spät ins Bett. Nu te scula așa de vreme. Steh doch nicht so früh auf. Nu bea atât de multă cafea. Trink doch nicht so viel Kaffee. Nu fumați atât de multe țigări. Rauchen Sie doch nicht so viele Zigaretten. Nu rămâneți la birou așa de târziu. Bleib doch nicht so lange im Büro. Du-te odată la școală. Geh doch schon in die Schule. Acum formulați propoziții imperative folosind cuvântul doch. Frau Weiland will nicht zur Bank gehen. Gehen Sie doch zur Bank. Dieter will nicht anhalten. Halte doch an. Klaus und Max wollen nicht aufpassen. Pass doch auf. Eva will nicht zu Hause bleiben. Bleib doch zu Hause. Herr Haag will nicht langsam fahren. Fahren Sie doch langsam. Andrea will nicht aufstehen. Steh doch auf. Die Kinder wollen nicht zuhören. Hört doch zu. Klaus will nicht am Straßenrand anhalten. Halte doch am Straßenrand an. Să învățăm câteva verbe noi. Antworten. A răspunde. Umziehen. A muta, a se muta. Verkaufen. A vinde.
Zahlen. A plăti. Zumachen. A închide, a încuia. Er hat gefunden. El a găsit. Să folosim verbele noi în propoziții. Wir antworten unserem Lehrer. Răspundem profesorului nostru. Familie Haag zieht nach Berlin um. Familia Haag se mută la Berlin. Er verkauft mir Birnen. El îmi vinde pere. Ich zahle ihm dafür. Îi plătesc pentru asta. Mach bitte das Fenster zu. Închide, te rog, geamul. Er hat eine neue Wohnung gefunden. El a găsit o locuință nouă. Completați următoarele propoziții în limba germană cu verbele corespunzătoare. Profesorul întreabă, iar noi răspundem. Der Lehrer fragt und wir. Der Lehrer fragt und wir antworten. Domnul și doamna Kurz se mută astăzi. Herr und Frau Kurz. Heute. Herr und Frau Kurz ziehen heute um. Ei își vând mobilele. Sie. Ihre Möbel. Sie verkaufen ihre Möbel. Îți plătesc perele. Für deine Birnen. Ich zahle für deine Birnen. El a găsit o locuință frumoasă. Eine schöne Wohnung. Er hat eine schöne Wohnung gefunden. Știi, a se mută. Weißt du, dass er heute... Weißt du, dass er heute umzieht? Știi că se mută? Weißt du, dass er heute... Weißt du, dass er heute umzieht? Ea închide ușa. Die Tür. Sie macht die Tür zu. Traduceți următoarele propoziții în limba germană. Le răspunzi? Antwortest du ihnen? Le vindem lor mobilele noastre. Wir verkaufen ihnen unsere Möbel. Vă mutați la Köln? Zieht ihr nach Köln um? Plătesc pentru această cameră. Ich zahle für dieses Zimmer. El a găsit o locuință nouă. Er hat eine neue Wohnung gefunden. Închideți ușa, vă rog. Macht bitte die Tür zu. Urmăriți cu atenție ordinea cuvintelor din următoarele propoziții. Links ist der Stuhl und rechts ist die Lampe. La stânga este scaunul și la dreapta este lampa. Links ist das Fenster und rechts ist die Tür. La stânga este geamul și la dreapta ușa. Er macht das Fenster auf und die Tür zu. El deschide geamul și închide ușa. Du liest gut, aber Andrea liest viel besser. Tu citești bine, dar Andrea citește mult mai bine. Die Wohnung ist schön, aber viel zu teuer. Locuința este frumoasă, dar prea scumpă. Mein Mann liest gern Krimis, aber ich nicht. Soțul meu citește cu plăcere romane polițiste, dar eu nu. Er kommt heute nicht, denn er hat keine Zeit. El nu vine azi pentru că nu are timp. Ich kaufe diesen Mantel nicht, denn ich habe kein Geld. Nu cumpăr acest palton pentru că nu am bani. Sie nehmen die Bluse nicht, denn sie ist nicht schön. Ei nu cumpără bluza pentru că nu este frumoasă. Completați propozițiile exercițiului următor cu conjuncțiile corespunzătoare. Prietenii învață germana și între timp beau bere. Die Freunde lernen Deutsch, trinken Bier dabei. Die Freunde lernen Deutsch und trinken Bier dabei. Nu cumpăr această fustă deoarece nu este frumoasă. Ich nehme diesen Rock nicht. Er ist nicht schön.
Ich nehme diesen Rock nicht, denn er ist nicht schön. Nu mai am răcoritoare, dar colega mea mai are una în frigider. Ich habe keine Limonade mehr. Meine Kollegin hat noch eine im Kühlschrank. Ich habe keine Limonade mehr, aber meine Kollegin hat noch eine im Kühlschrank. Du citești bine, dar Andreea citește mult mai bine. Du liest gut. Andrea liest viel besser. Du liest gut, aber Andrea liest viel besser. El închide ușa și deschide geamul. Er macht die Tür zu, das Fenster auf. Er macht die Tür zu und das Fenster auf. Nu cumpăr acest palton pentru că nu am bani. Ich kaufe diesen Mantel nicht. Ich habe kein Geld. Ich kaufe diesen Mantel nicht, denn ich habe kein Geld. Traduceți următoarele propoziții în limba germană. Atenție la ordinea corectă a cuvintelor în propoziție. La dreapta este ușa și la stânga geamul. Rechts ist das Fenster und links die Tür. Locuința este frumoasă, dar prea scumpă. Die Wohnung ist schön, aber viel zu teuer. Prietenii beau cafea și între timp învață germana. Die Freunde trinken Kaffee und lernen dabei Deutsch. Nu cumpăr această bluză deoarece este prea mare. Ich kaufe diese Bluse nicht, denn sie ist zu groß. Profesorul deschide ușa și intră. Der Lehrer macht die Tür auf und kommt herein. Ea nu vine azi pentru că nu are timp. Sie kommt heute nicht, denn sie hat keine Zeit. Soțul meu citește cu plăcere romane polițiste, dar eu nu. Mein Mann liest gern Krimis, aber ich nicht. Nu cumpărăm paltoanele pentru că nu avem bani. Wir kaufen die Mäntel nicht, denn wir haben kein Geld. Noua locuință este mică, dar foarte ieftină. Die neue Wohnung ist klein, aber sehr billig. Acum traduceți în limba română. Wissen Sie schon, dass Familie Kurz umzieht? Știți deja că familia Kurz se mută? Wohin? Ich glaube nach Klagenfurt. Unde? Cred că la Klagenfurt. Was wollen Sie mit den Möbeln machen? Ce vor să facă cu mobila? Sie wollen die Möbel aus dem Esszimmer verkaufen und das neue Klavier auch. Ei vor să vândă mobila din sufragerie, precum și pianul cel nou. Sie nehmen nur die Teppiche, Bilder, Bücher und ihre Betten mit. Ei duc cu ei doar covoarele, tablourile, cărțile și paturile. Warum? Wissen Sie, ein Umzug ist doch furchtbar teuer. Und in Klagenfurt können Sie sich neue Möbel kaufen. De ce? Știți, o mutare este îngrozitor de scumpă și în Klagenfurt ei pot să-și cumpere mobilă nouă. Frau Kurz möchte sowieso eine Eckcouch im dänischen Stil haben. Oricum, doamna Kurz dorește un colțar în stil danez. Sie verstehen das nicht. Ei nu înțeleg asta. Ist es denn in Deutschland anders als hier? Oare în Germania este altfel decât aici? În încheierea primei părți a lecției, traduceți următoarele propoziții din română în germană. Aici este, de exemplu, familia Haag din Kiel. Hier ist zum Beispiel die Familie Haag aus Kiel. Domnul Haag lucrează deja de un an în Hamburg. Herr Haag arbeitet schon ein Jahr in Hamburg. El a găsit o locuință nouă în strada Berlin. Er hat in der Berliner Straße eine neue Wohnung gefunden. Familia lui poate să se mute acum. Seine Familie kann jetzt umziehen. De fapt, este o locuință mică, supraetajată, dar el trebuie să plătească o contribuție la cheltuielile de construcție de 10.000 de mărci. Es ist zwar nur eine kleine Etagenwohnung, aber er muss schon dafür 10.000 Mark Baukostenzuschuss zahlen.
O locuință frumoasă este foarte greu de găsit. Es ist sehr schwer, eine schöne Wohnung zu finden. Azi trebuie să vină mașina de transportat mobilă. Heute soll also der Möbelwagen kommen. Domnul Haag duce cu el toate mobilele, până și dulapul vechi și birocul unchiului Hans. Herr Haag nimmt alle Möbel mit, sogar den alten Schrank und den Schreibtisch von Onkel Hans. Lucrurile acestea au fost în pod, dar omul tot are nevoie de ele. Diese Gegenstände waren zwar auf dem Boden, aber man will sie doch haben. Noua locuință este de fapt mică, dar tot vor încăpea undeva. Die neue Wohnung ist zwar klein, aber irgendwo findet man doch einen Platz dafür. Lecția 26, partea a doua. Formulați întrebări la propozițiile următoare. Herr Haag sieht sich im Vorort von Kiel ein Haus an. Wo sieht sich Herr Haag ein Haus an? Dieses Haus gehört Herrn Meier. Wem gehört dieses Haus? Familie Haag braucht ein großes Haus. Was für ein Haus braucht Familie Haag? Herr Meier zeigt Ihnen die Zimmer. Was zeigt Ihnen Herr Meier? Die Küche hat einen alten Elektroherd. Was für einen Elektroherd hat die Küche? Herr Haag will einen neuen Elektroherd in die Küche stellen. Wohin will Herr Haag einen neuen Elektroherd stellen? Herr Haag zahlt 650 Mark Miete. Wie hoch ist die Miete? Oder wie viel zahlt Herr Haag für die Miete? In continuare, ascultați cu atenție următoarele mici texte. Entschuldigen Sie, ist hier ein Zimmer zu vermieten? Ja, ich habe zwei Zimmer zu vermieten, ein großes und ein kleines. Kann ich mir das große Zimmer mal ansehen? Aber sicher, hier rechts bitte. Wo sollen wir die Kisten hinstellen? Wie viele Kisten sind es denn? Vier große und zwei kleine. Stellen Sie bitte die großen hier ins Wohnzimmer und die zwei kleinen ins Esszimmer. Traduceți propozițiile următoare în limba germană. Ne putem așeza imediat la masă. Wir können uns doch gleich an den Tisch setzen. Și eu aș dori o bucătărie frumoasă. Ich möchte auch eine schöne Küche haben. Cu un frigider mare și cu dulapuri zidite în perete. Mit einem großen Kühlschrank und eingebauten Schränken. Vrei căpșuni? Willst du Erdbeeren? Nu, mulțumesc, nu-mi plac căpșunile. Nein, danke, Erdbeeren mag ich nicht. Așează-te aici, lângă mine. Setz dich hierher, neben mich. Povestește-mi ceva. Erzähle mir etwas. Știi că se mută domnul Haag? Weißt du, dass Herr Haag heute umzieht? Unde? Wohin? Cred că la Klagenfurt. Ich glaube nach Klagenfurt. Vrei să știi ceva cu mobila lor? Willst du wissen, was sie mit ihren Möbeln machen? Mobila din sufragerie vor să o vândă. Die Möbel aus dem Esszimmer wollen sie verkaufen. Ei duc cu ei doar covoarele, picturile, cărțile și paturile. Sie nehmen nur die Teppiche, Bilder, Bücher und ihre Betten mit. Dar de ce vând mobila? Aber warum verkaufen sie die Möbel? Știți, o mutare este îngrozitor de scumpă și în Klagenfurt ei pot să-și cumpere mobila nouă. Wissen Sie, ein Umzug ist doch furchtbar teuer und in Klagenfurt können Sie sich neue Möbel kaufen.
Oricum, doamna Kurz dorește un colțar în stil danez. Frau Kurz möchte sowieso eine Eckcouch im dänischen Stil haben. Nu înțeleg toate astea. Ich verstehe das alles nicht. Oare în România este altfel decât aici? Ist es denn in Rumänien anders als hier? Da, este altfel. Ja, es ist anders. Este foarte greu să găsești o locuință nouă. Es ist sehr schwer, eine neue Wohnung zu finden. Toată mobila trebuie transportată. Alle Möbel nimmt man mit. Până și dulapul vechi și biroul. Sogar den alten Schrank und den Schreibtisch. Ducem aceste obiecte în pod. Diese Gegenstände bringen wir auf den Boden. Tot găsești omul loc pentru ele. Man findet irgendwo einen Platz dafür. Trebuie să plec, nu mai am timp. Ich muss gehen, denn ich habe keine Zeit mehr. În sfârșit, avem o locuință supraetajată. Nun, endlich haben wir eine Etagenwohnung. În încheiere, urmează obișnuitul exercițiu de fonetică. Ascultați cu atenție. Ö. Mehr. Tür. Vier. Für. R. Fenster. Bruder. Oktober. Computer. Schwer. Dieser. A. Furchtbar. Sogar. Zwar. Ohr. Vor. Doktor. Uhr. Nur.